gerne schlafen gehen? Es dauert nicht mehr lange. Der Großmarschall des Klammerapfelfestes wird jeden Moment hier sein, um die grauen Wolken des Herbstes zu beschwören. Ah, und da ist er schon. Bitte begrüßt den mürrischen Herzog, den Herrn der Bedenken und den Bräutigam der Finsternis, meinen Cousin Düstergrau. Ich bin nützlich? Yeah, klasse. Mehr als nützlich. Nur deinetwegen gibt es die Klammerapfelernte. Oh, klasse. Bringen wir es doch einfach hinter uns. Was soll bitte am Klammerapfelfest so unglaublich besonders sein? Jeder freut sich auf den Wechsel der Jahreszeiten. Die kühle Luft, die Heuernte, die Farben der Blätter, sich gemütlich zusammenzukuscheln. Vergiss nicht die Schals. Die Schals. Aber am wichtigsten die Klammeräpfel. So gut können die nicht sein. Nichts ist so gut. Hast du denn etwa noch nie einen Klammerapfel gegessen? Ich hasse es, Neues zu probieren. Aber du würdest sie ganz bestimmt mögen, Graui. Sie sind süß, knusprig, köstlich. Das entscheide ja wohl ich. Aber sie sind noch nicht reif. Sauer, matschig und definitiv nicht köstlich. Keine Ahnung, wie jemand das mögen soll, außer mir. Sie sind doch noch nicht reif. Der Geschmack ändert sich, wenn sie reifen. Sie sollen sich nicht ändern. Sie sind perfekt, so wie sie sind. Sag nicht, was ich denke, was du sagen willst. Die Früchte bleiben so sauer und das Klammerapfelfest ist abgesagt. Das ist das, was ich gedacht habe. Nein, wartet! Bitte wartet, Wolken! Und bringt den herrlichen Schatten zurück! Wer hätte gedacht, dass saure Klammeräpfel so lecker sind? Oh, ich frag mich, was ich noch alles verpasst habe. Ja, ganz genau. Ich könnte dir ein paar der wundervollen Dinge im Königreich zeigen, die sich ändern. Wie soll ich in dieser Hitze meinen Schal präsentieren? Denkt denn wirklich keiner an Schals? Bitte, Farmer Moos, was passiert, wenn die Bäume ihre Äpfel nicht abwerfen und schlafen gehen? Du meine Güte, ohne ihren Winterschlaf sind die Bäume den ganzen nächsten Sommer grummelig, oje. Ein Moment mal, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Klammeräpfel? Die Früchte werden nicht nur dieses Jahr sauer sein, sondern auch noch nächstes Jahr und das Jahr danach. Nicht auch noch im Jahr danach, nein, nicht noch im Jahr danach. Wir müssen ihnen helfen, Winterschlaf zu halten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Bäume zu beruhigen. Dann fühlen sie sich besser und können einschlafen. Könnte klappen.